eine Edelstahlauspuffanlage ein. Hab mir direkt einen Doppellüfter besorgt, den ich hier vorne einbauen werde. In den Müll. Nein, es gibt nichts in dem Müll. Es wird verkauft. Dann wird das als B-Ware verkauft. Hier war der kaputt. Hier hat er Schleifspuren gehabt. Ich zeig euch mal, warum der so viel Öl verloren hat. Weil hier ist die Abgasseite. Anlage, weißt du, wie meine Auspuffanlage eigentlich heißt? Schöne Grüße an Kreta. Ich verstehe das nicht. Versteht ihr das? Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder am Lupo. Ja, der ein oder andere hat hier geschrieben gehabt wegen dem Auspuff. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben den Auspuff einmal entfernt und bauen natürlich eine Edelstahl-Auspuffanlage ein. Es ist jetzt, ja, low budget, geht so langsam verloren, weil 500 Euro hat das bis jetzt gekostet. GT30 Einbau ist schon fertig. Der hat ja auch um die 100 Euro mehr gekostet und jetzt noch dieser Auspuff sind wir jetzt bei 400 Euro mehr. Das heißt fast das, was wir eigentlich für den ganzen Wagen ausgegeben haben, haben wir nochmal 400 Euro ausgegeben. Da haben wir gesagt, wir runden das Ganze nochmal für 500 Euro auf und besorgen wir noch einen neuen Lüfter. Ich hatte Probleme gehabt mit dem Lüfter und habe mir direkt einen Doppellüfter besorgt, den ich hier vorne einbauen werde, das Ganze. Das heißt, den alten Lüfter werden wir abbauen. Und den werde ich einbauen. Ja. Und? Ja, das bauen wir jetzt ein. Das werden wir jetzt erstmal komplett alles mal schön bearbeiten. Ne, da hilft mir natürlich der Mujahid wieder. Unser Profischweißer. Den habe ich vom Bett rausgejagt. Ich habe gesagt, Mujahid, du musst kommen. Du musst mir helfen heute. Weil hier meine Auspuffanlage. Weißt du, wie meine Auspuffanlage eigentlich heißt? Ja. Wie denn? Guck mal. Guck mal, hier, hier. Hier, dann zeig erstmal hier, ne? Hier, guck mal. Aha. Wenn ich beim TÜV bin, Jungs. Ich weiß ja, ob man das sieht. Sieht man das? Warte mal. Wir geben. Ja, ein bisschen. Ja, bisschen warte. Licht. Warte, warte. Hier, das ist meine Auspuffanlage hier. Ne, das ist zu viel Licht. Das ist zu viel Licht. Also hier steht Cut. Euro 6, KBR-Nummer, Typ. Und dann ist hier ein Zellen-Cut. Ich kenne die einen Zellen-Cut, beste. Und dann haben wir noch mal hier noch mal extra was. So, ich weiß nicht, warum das kam so, keine Ahnung. Schöne Grüße an Kreta. Ich verstehe das nicht, versteht ihr das? Schöne Grüße an Kreta. Was heißt das denn? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Weißt du das? Kreta. Weißt du nicht? Nein. Ich weiß es auch nicht, vielleicht wisst ihr es ja. Stand so drauf auf jeden Fall. Nein, Spaß beiseite. Wir machen jetzt ganz schnell, Mujahid wird das einmal noch mal komplett schweißen. Wir werden den Auspuff einmal einbauen. Wir haben einen Edelstahl-Auspuff natürlich geholt. GTI-Style. Und das werden wir erstmal reinfummeln. Dann werde ich den Lüfter reinfummeln. Und danach werde ich damit fahren. Ich weiß nicht, ob wir das bei dem Video schon schaffen, einmal zu fahren. Ich habe schon mit dem neuen Turbo einmal gefahren. Aber ja. Und der neue Turbo ist auch wegen TÜV kein Problem? Hä? Wegen TÜV? Nee, ich glaube nicht. Also mit TÜV werden wir keine Probleme haben. Mit dem anderen Turbo. Komm, das zeige ich dir auch mal. Boah, ich laufe auf der Arbeit nicht mal so viel, ja? Hä? Ich laufe auf der Arbeit nicht mal so viel, wie ich hinter die Herren hier. So, das ist der neue Turbo. Jungs, zeigt euch den mal. Okay. Hier war der kaputt. Wo? Ne? Okay. Der hat ja richtig Spiel gehabt, das Ganze. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Ja, sieht man. Hier war der kaputt. Hier hat er Schleifspuren gehabt. So richtig. Da war noch am Anfang. Also es war jetzt nicht so, dass ich den noch nicht fahren konnte. Ne? Man kann den noch fahren, ist klar. Nur, ich zeige euch mal, warum der so viel Öl verloren hat. Weil hier ist die Abgasseite. Ihr seht ja schon hier. Hier ist die Abgasseite. Hier kommt er so rein. Und ihr wisst ja, von der Abgasseite geht es sehr runter. Und hier hat der sehr viel Öl verloren. Das ist einfach nur billig gemacht, das Ganze. Warte mal. Und hier hat er das Ganze, darum hat er auch sehr, sehr viel geraucht. Also ein, zwei Leute haben mich ja draußen gesehen gehabt. Und die haben mir gesagt, Jonas, dein Auto, der raucht unheimlich. Und das ist genau deswegen, weil hier das Ganze drin ist. Und hierdurch verliert er das ganze Öl.
und geht dann hier rein in den Brennraum, also das Brennraum, die Abgasseite, und so hast du dann richtig schön blauen Rauch, den man so kennt. Und das ist ja, man sieht da ja, tot. Und bei, ich sage ja nicht immer, dass die China-Lader scheiße sind, ne? Weil bei China-Ladern muss man einfach nur Glück haben. Bei China-Ladern ist das echt so, die produzieren das Ganze und da ist da auf einmal so irgendwas bisschen falsch, dann wird er trotzdem verkauft, versteht ihr? Dann ist das egal, da gibt es kein 100%. Toleranz. Das heißt so, da wird nicht nochmal, da kommt nicht der, hier der Mammut und hält den nochmal und sagt, ja, 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 nee, nee, das stimmt alles nicht. Nee, der muss neu. In den Müll. Nein, es gibt nichts in den Müll. Es wird verkauft. Dann wird das als B-Ware verkauft. Das ist so. Und der, den ich jetzt eingebaut habe, den habe ich ja warm fahren lassen, der verliert kein Öl, der hat keine Geräusche. Richtig geil. Siehst du, da muss man einfach nur Glück haben. Und so ist das. Also wenn 10 Leute diesen Turbolader kaufen, könnte sein, dass 5 nicht glücklich werden. Und 5 super glücklich sind und sagen, ey, ich würde mir nie wieder einen Originallader kaufen. Aber es gibt dann Leute, die kaufen das zweimal, weil der erste kaputt war und der zweite ist genauso kaputt. Und dann sagen die nie wieder einen China-Lader. Deswegen gibt es so viele Leute, die einen sagen so, die anderen so. So, jetzt werden wir den Auspuff erstmal einbauen und dann schauen wir weiter. Sie nennen mich Summer, der Hammer, der Killer, der Chief. Mein innerer Trieb, sag hol die Kanone, lad durch in die Schieß. Kille den Beat wie keiner zuvor, es geht einfach ins Ohr und ein dreifaches Bohr. Wäre mal langsam angebracht, ich hol das Paket aus dem Handschuhfach und gebe es dem Kollegen Tanju ab. Strictly Business. Die Bitches, seh das am Ende des Tunnels ein Licht ist. Jeder, der hedet, geht weg und verpisst sich mitten im Leben. Doch darauf verzichte ich. Jeder, der mir kommt, kommt, lässt mir keine Wahl. Leck und schneide Zahn weg mit deinem Schlag. Scheiß drauf, was die Rap-Gemeinde sagt. Sogar Heder kommen nicht weg von meinen Parts. Motherfucker, du weißt, wer hier rappt. Auspuff ist drinne. Ich hab den Benzinfilter einmal gewechselt, das Ganze. Und ja. Auspuff ist leider ein bisschen schief geworden. Kann man, ja. Da, wo wir Mitteltopf halt ein bisschen. Aber das ist ja. Mein Gott. Das kann ich jederzeit mal abschneiden, wieder hinrichten, das ist alles kein Ding. So, aber jetzt hört euch mal jetzt an, wie er sich anhört. Also hört euch das mal an, echt. Wenn ihr keine Kopfhörer habt, holt euch einen Kopfhörer. Ich hoffe, der Sound kommt so kernig rüber, wie der jetzt ist. Das ist es Lupo. Hört euch das mal an. Hammer! Sag was! Das ist so krank! Das ist so krank! Boah, krass! Ja! Boah, also was ist das für eine Kreta-Cut da, ja? Das gibt's doch nicht, guck mal, wie der qualmt. Kreta-Cut, was ist das? Was ist das? Wir haben jetzt den Lüfter eingebaut, ich finde, der Lüfter sieht echt geil aus, weil wir hatten Probleme gehabt mit der, ja, mit der ganzen Lüft, also mit dem, sagt man schon, wir fahren ja den Originalkühler. Ja, der eine oder andere wird sagen, warum, weshalb, wieso, das können wir auch ändern. Da kommt bestimmt mal sicherlich den einen oder anderen Kühler rein. Alu-Kühler natürlich, aber jetzt haben wir uns zwei Lüfter geholt, der ist zwar jetzt bis zur Hälfte, aber egal, zwei Lüfter und das Ding wird erstmal volle Kanne lüften. Das Ding kostet auch nicht viel, 65 Euro habe ich dafür bezahlt. Das ist low budget. Kann man sagen, wo der Auspuff jetzt drin ist, der dreht jetzt höher. Ne? Man merkt das auch, dass so ein bisschen in den Sitz schon reingedrückt ist. Also schon krass, was so eine Auspuffanlage hier ausmacht. Das ist eine ganz andere Nummer jetzt. Viel, viel besser. Das ist schon krass. Wie der abgeht, das ist krass. Also ich glaube, jetzt müssen wir auf unsere Strecke.